Willkommen zu unserer F1 24 Audi-Karriere. Wir sind in Shanghai und was bedeutet das? Ganz klar, der erste Sprint steht an. Ich freue mich extrem, denn China könnte tatsächlich eine Strecke werden, die unnormal Bock macht. Hier gucken wir uns aber noch einmal die Randdaten an. Abonniert gern kostenlos den Channel und lasst doch unbedingt gern Däumchen runter da. Fürs mehr Social Media schaut auch gern unten in der Bio vorbei. 5,4 Kilometer, 16 Kurven und lediglich 2 Restzonen machen die Strecke hier tatsächlich ja sehr, sehr schwierig. Denn zwischen Turn 13 und Turn 14 haben wir eine ja über 1 Kilometer lange Geraden, die es unseren sehr schwachen Audi ziemlich schwer machen wird. Jetzt gehen wir aber mal ins Qualifying zum Sprint rein. Ihr wisst, wir haben nur einen Satz. Das ist bereits meine dritte Runde auf diesen Satz. Jetzt geht es aber mal los, Leute. Ich habe eine Cooldown-Lap gemacht und jetzt probiere noch einmal, mich hier zu verbessern. Mein erster Versuch hat mich auf P11 gebracht. Ich hoffe natürlich, dass jetzt noch ein bisschen Verbesserung hier drinnen ist. Ja, es ist halt echt schwierig, weil wenn ich hier kurzes Qualifying wähle, so wie ich das jetzt aktuell mache, haben wir natürlich nur diesen einen Satz roter Reifen und das macht das wirklich nicht viel einfacher. Jetzt hier der erste Sektor durch, wir haben ein paar Tausendstel Verbesserung hier leicht verbremst, das kostet, ja, Zeit, enorm Zeit, aber wir haben immer noch 30.000stel hier im Delta drinnen. Ihr seht es auch eben immer hier zwischen den altbekannten Kollegen. Ja, natürlich hier zwischen den Haas, den Ricardo oder auch den Alpha den Racing Boots so. Und natürlich auch teilweise den Strolli. Jetzt hier ein bisschen Zeit im Mittelsektor liegen lassen, habe aber auch ein bisschen auf EIS-Management geachtet. Eventuell ist der Exit hier wichtig, aber oh, hier liegt ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Ja, da bei der Kurve raus haben wir jetzt mal eine Zehntel gefunden, die verdammt wichtig sein kann. Wir sind immer noch auf dem 11. Platz, aber noch nicht alle sind über die Linie und noch ein paar sind natürlich auch noch hier auf ihrer schnellen Runde. 120.000stel Tendenz sinkend leider. Hier hatte ich vorhin beim ersten Versuch einen kleinen Schnitzer drinnen und das merkt man auch. 1,1 Zehntel circa noch im Delta. Letzte Kurve muss sitzen, Leute. Und die sitzt. Wir kommen gut raus hier ein bisschen auf den Körper drauf. Und das ist die Zehntel, die wir hier gefunden haben. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Verstappen, Fernando Alonso, Sainz, Perez, Hamilton, Oscar Piastri, der Professor, Magnussen, Ricardo, Stroll, Ocon, Gasly, Albon, Tsunoda, Joe, Bottas, Sargent, Hülkenberg und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und dank der Zehntel starten wir hier tatsächlich auf dem 10. und nicht auf dem 11. Platz. Lights out und erster Sprint in unserer Audi-Karriere. Let's go! Wir kommen hier gut vom Fleck weg, besser als Oscar Piastri jetzt mal vorerst. Ich habe mich auch gegen den roten Reifen und für den gelben Reifen entschieden. Hier geht es jetzt mal in Richtung Turn 1, die Schneckenkurve. Wir wissen, sie wird immer enger und wir sind hier zu dritt nebeneinander. Glücklicherweise hält hier Piastri sich zurück. Wir sind an der Innenseite gegen Carlos Sainz. Kann das funktionieren? Aktuell wären wir mal auf einen wichtigen Punkt, Leute, aber Sainzi, den müssen wir eigentlich hier mal holen. Hier geht's mal rein in die Kurve. Perez, Alonso, Verstappen und Norris hier in dem Fight drinnen. Da habe ich mich leicht vertan. Das kostete jetzt mal eine Position, die ja nicht so gut war. Vielleicht kann ich aber auf der Geraden noch einmal Back-to-Back irgendwas gegen Carlos Sainz anrichten. Das war natürlich mal ein richtig guter Start. Wir konnten uns direkt in die Punkte kämpfen und vor allem sind wir an Oscar Piastri und Lewis Hamilton vorbeigegangen. Das ist einfach mal ein siebenfacher Weltmeister, auch wenn er aktuell da in diesem Game nicht das beste Material hat. Wir gehen hier mal mit Augen zudrücken rein und die lässt aber auch Sainz die Lücke offen. Innen lasse ich ihn da genug Platz zum Atmen, aber wird das reichen, um auf dieser langen Geraden hier was ausrichten zu können? Das ERS ist auf Überholen aufgedreht. Natürlich, wir haben 100% hier gerade gehabt. Aber guckt euch mal die Pace an sich. Es gibt noch kein DRS. Er bekommt zwar hier einen Windschatten. Fernando Alonso hier ganz, ganz langsam auf der Geraden. Und wo positionieren wir uns hier rein? Ich gehe mal ganz nach außen und mache hier so ein bisschen den Switch. Oh, da fährt uns hinten einer rein. Das war Piastri, glaube ich. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Replay.
die tatsächlich einen unfassbaren Start zeigt. Also der Start war sau spaßig und ich wünsche mir echt öfters so ein Auto. Gerade auch Turn 1, die war eng, die war ja unberechenbar hier gegen den Lewis Hamilton. Dann hier zu dritt, guckt euch das mal an, außen Hamilton, innen Piastri und irgendwie quetschen wir uns da an beiden vorbei, aber das hätte genauso gut in die Hose gehen können, aber das ist tatsächlich, ja, Audi-Karriere, sie macht Spaß, sie soll richtig inspirieren und hier Augen zu und durch, nur nicht zu asozial werden ab und zu, glaube ich, kann man schon einen eher, ja, grenzwürdigen Move einsetzen. Ja, ich bin hier zu lange gerade weitergefahren. Das kostete mir dann gegen Carlos Sainz da den Platz. Fernando Alonso sticht hier noch einmal rein, aber das reicht hier mal, um vor ihm zu bleiben. Ob das auch bis zum Schluss reichen wird, ist natürlich fraglich. Aber aktuell hätten wir mal 2 Punkte, Leute. Das sind einfach mal doppelt so viele, als wir überhaupt in der Weltmeisterschaft haben. Also dieser Sprint könnte uns heute echt weiterhelfen. Hier Richtung Turn 1 gegen Sergio Perez und Carlos Sainz. Vielleicht geht noch was. Vielleicht ist noch was drinnen. Ähnlich wie das, ja, dieses Märchen von Daniel Ricciardo bei seinem Sprint. Ich hoffe, hier geht was. Es war Miami natürlich eine andere Strecke. Aber hier könnte natürlich auch das Märchen von Audi starten. Es geht hier durch den ersten Sektor durch. Und ich, ja, ihr seht schon, ich gehe auf ERS Management, weil es jetzt zu schwierig werden würde, auf der langen Geraden diesen Belastungen zu standzuhalten. Aber das Ding ist natürlich spechtlich noch ein bisschen auf das DRS von Perez, auch wenn ich natürlich nicht damit rechne, dass wir das behalten können. Jetzt, glaube ich, könnte es aber funktionieren. Ein bisschen über den Körper drüber gefahren, das macht natürlich jetzt die Tür für Fernando Alonso auf. Wir sind im DRS-Fenster drinnen. Hier ist Alonso jetzt wieder an uns vorbeigegangen. In der dritten Runde sind wir jetzt mittlerweile und ich muss mich hier wirklich verteidigen, weil auch Lewis Hamilton hinter uns unnormal viel pusht. Ich gehe hier im Windschatten mit viel Vertrauen in Fernando Alonso, gegen Fernando Alonso in die erste Kurve rein. Das hat gerade noch so funktioniert. Ob es jetzt zu 1000% fair war, weiß ich nicht. Aber auch Lando hat die ein oder andere Divebomb gegen Max Verstappen versucht und hat da wirklich auch das ein oder andere Mal echt für, ja, Aufsehen gesorgt. Wir kommen hier im Mittelsektor und da verliere ich halt wirklich extrem viel Zeit. Vielleicht sollten es wir mit einem kleinen Trick versuchen. Aktuell habe ich es mal geschafft, an Hamilton und Alonso, ja, vorbeizugehen, vorne zu bleiben. Das Gute ist natürlich, dass die ein bisschen im Fight sind, aber das Schlechte ist, dass Alonso dennoch hier kampfwütig ist, unbedingt wieder seinen 8. Platz zurückhaben, also seinen 7. Platz zurückhaben will. Es geht hier tatsächlich um Verdoppelung. Derjenige, der natürlich hier auf den 7. Platz landet, holt sich 2 Punkte und in dem Fall aktuell mal Alonso 0 Punkte. Wir sind hier in der 4. Runde bereits und ich hoffe natürlich, dass das heute aufgeht. Das wäre so ein riesen Fortschritt, gerade für das Audi-Team, denn wir würden so viele wertvolle Punkte dadurch mitnehmen. Und im Rennen weiß er natürlich auch noch keiner, wie es da abgehen kann. Wir versuchen hier mal ganz spät die Linie, habt ihr es gesehen, ich habe ganz spät, dass ja, Hamilton nicht damit rechnen kann. Aus der letzten Kurve raus, hier ist Hamilton schon einmal. Wir probieren da so ein bisschen Druck aufzubauen, dass er nicht hier vorbeigeht. Aktuell schaut das mal gut aus, aber der kommt mit so einem Überschuss jetzt auch an der linken Seite. Fernando Alonso, da probieren wir jetzt mal links zu bleiben und hoffen, dass in der Hanadelkurve außen hier was geht. Da muss ich aber passen, denn ich komme neben die Strecke. Lewis Hamilton bleibt hier mal vorne und bedankt sich natürlich, dass ich ihn da die restliche Konkurrenz abgewehrt habe. Ich komme hier neben die Strecke. Es gibt glücklicherweise keine Verwarnung. Ich bin ihnen ein bisschen zu hart über den Abweiser drüber gefahren. Deswegen, es war jetzt kein Abkürzen oder so. Es geht Richtung Turn 1. Vielleicht kann ich hier was probieren. Wir gehen hier rein. Da ist eine kleine Lücke. Ja, gut. Die Lücke hat Hamilton ein bisschen schnell zugemacht, aber das will ich jetzt mal gar nicht schönreden. Es war trotzdem ein geiler Move, es wäre eine gute Idee gewesen, aber Hamilton hat halt nicht jetzt zu 100% mitgespielt. 4. Runde, wir sehen es hier, beide waren mal kurz an uns vorbei und dann gehen wir hier ganz frech in Turn 1 an der Innenseite vorbei. Hier rutschen wir dann genau, guckt euch das mal an, das war gar nicht gut. Hier dann, ja, ich hätte es vielleicht versuchen sollen, mir das DRS zu catchen gegen Lewis Hamilton, aber es ist halt wirklich ganz, ganz schwierig mit dem Audi, der halt quasi noch schlimmer ist wie ein Sauber und da regen sich auch viele von euch auf, gerade auch auf TikTok und so weiter. Natürlich fährt man mit dem Sauber schnellere Zeiten, es ist ja auch eine MyTeam-Karriere, Leute. Es ist kein Sauber, es ist ein Audi, der noch schlechter ist. Ich bin in der Hackordnung ganz unten und da wirklich einen halben Zentimeter davon entfernt, also jetzt chillt mal ein bisschen, weil das ist tatsächlich nicht gerade ein Ferrari oder so. Ja, da machen wirklich manche so,
Ja, Mann. Was Hamilton hier gemacht, zack, und hier konnten wir dann reingehen, ganz spät bremsen und wir bleiben hier immerhin vorne. Ich fühle mich wie Magnussen teilweise, weil er dir auch so manche Moves auspackt, aber ich kann halt nicht anders. Wir sind jetzt hier genau in dieser Situation, gehen hier mal rein, Rad an Rad mit Lewis Hamilton, hinter mir ist noch ein Weltmeister. Hier mal kurz auf die Pause, sorry, jetzt geht's hier Richtung Turn 1, ich probiere hier mehr Schwung rauszunehmen, aber Hamilton macht mir hier wirklich der Schnipsel, der macht hier die Tür zu, jetzt geht's Richtung Turn 1, sechste Runde, eine Runde musste ich abwarten, nein, das ist hier die gleiche, jetzt gehen wir hier Richtung Turn 1, ähnlicher Move wie vorhin und wir bleiben jetzt mal auf dem siebten Platz, aber es ist dennoch ein ganz, ganz, ja, auf Messerschneide steht das heute, wie wir hier vorankommen, es ist ganz schwierig. Und es geht hier tatsächlich um zwei wertvolle Punkte. Deswegen macht das Ganze das natürlich nicht einfacher, dass ein Fernando Alonso, ein Oscar Piastri und ein Lewis Hamilton hier gleichzeitig gegen mich hier kämpfen. 8,2 Sekunden ist mittlerweile der Rückstand auf Carlos Sainz und Sergio Perez. Das ist aber natürlich auch dem geschuldet, dass ich halt permanent kämpfen muss. Hier rutsche ich mal neben die Strecke und versuche mir mal das DRS zu catchen, weil ich halt eh keine... ja, keine Lösung mehr dazu parat hat. 52% ERS und jetzt dafür auch das erste Mal das DRS aufklappen auf dieser lange Geraden und da lassen wir tatsächlich Fernando Alonso stehen. Der El Matador hat hier keine Chance gegen uns. Es geht hier in die Haarnadelkurve rein, ich bleib außen, aber habe mir auch ein bisschen ERS aufgespart. Lass ihn da auch genug Platz zum Überleben und wir gehen als, ja, nun wieder Führender dieses Trains in die nächste Runde rein. Was Alonso hier macht, ich habe gar keine Ahnung. Ja, jetzt hat er Mut gefunden, hier vorbeizugehen. Jetzt zieht auch rechts einer vorbei und ich muss hier tatsächlich eine Lösung finden. Denn das war jetzt ganz, ganz schwierig. Wir quetschen uns hier irgendwie vorbei. Aber es reicht, weil auch eben Piastri nicht ganz die Kurve sauber fahren hat können. Wir können uns hier tatsächlich vorne behaupten. Letzte Runde, Leute. 29%. Hier gucken wir uns noch einmal die Replays an, die es hier wirklich in sich haben. Es geht in die sechste Runde rein. Wir sehen das Ganze hier gegen Lewis Hamilton. Erneut in Turn 1. Aber diesmal waren wir echt besser dran. Und da hat Hamilton auch den einen Platz verloren. Das war natürlich nicht gut. Hier geht es in die Haarnadelkurve rein. Erneut gegen Oscar Piastri. Ich trage diese Reifen um die Kurven. Es geht in die letzte Kurve rein. Hier über den Abweiser drüber mit den Vorderreifen waren wir noch am Feld drauf. Wer kommt über die Ziellinie? Es reicht, Leute. Der siebente Platz. Wir holen hier zwei wichtige Punkte. Und das bereits im Sprint. Ich liebe den Sprint, auch wenn ihn manche nicht leiden können. Es geht hier in meine finale Qualifying-Runde rein, Leute. Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag. Fahren wir hier mal rein. Ab und abwarten. Ich habe mir auch ein bisschen einen kleinen Toe-Buddy gesucht. Das ist in meinem Fall Pierre Gasly. Ich hoffe, dass ich nicht zu nah dran bin, dass ich auch den Dirty Air Effekt abbekomme. Schneckenkurve, gewinnen wir ein paar Tausendstel. Der erste Versuch war kompletter Bullshit, also ich bin auf dem 21. Platz gelandet und das nur knapp vor Ciano. Ja, wir sind eine halbe Sekunde bereits jetzt schneller als Valtteri Bottas. Die Zeit liegt also im Mittel und im letzten Sektor. Wir holen hier eine Zehntel raus, sehr, sehr gut. Full Speed, die Kurve hier, da gibt uns Gasly schon einen leichten Toe. Aber das Wichtigste ist halt tatsächlich auf dieser ewig langen Geraden, einmal kurz die Lenkung aufgemacht, das war nicht optimal, das war echt nicht sauber, auch hier noch einmal. Es ist ein bisschen eine rutschige Sache, schwieriger als tatsächlich im Sprint-Qualifying. Es gibt eine persönliche Verbesserung, 3 Zehntel sind wir immer noch schneller als Valtteri Bottas. Auf der Geraden fehlt uns natürlich die komplette Zeit, weil wir da halt einfach ganz, ganz langsam sind. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil im Upgrade-Menü sind, in diesem Menü sind wir tatsächlich bei Antrieb das schnellste Auto. Also das hinter Haas, das zweitschnellste Auto. Einen leichten Toe gibt es hier von Pierre Gasly und das lässt sich auch oben in der Zeit widerspiegeln. 4 Zehntel haben wir jetzt bereits im Delta. Vielleicht zieht er uns hier noch einmal über diese kleine Geraden und tatsächlich 7 Zehntel. Letzte Kurve, nur ordentlich mitnehmen. Wir rutschen hier leicht durch. Aber das bringt trotzdem über 9 Zehntel. Wo werden wir starten? Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Lando Norris steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Oscar Piastri, Leclerc, Sainz, Fernando Alonso, Perez, Russell, Hamilton, Ricardo, Ocon, Tsunoda, der Professor, Albon,
Gasly, Stroll, Magnussen, Hülkenberg, Joe, Sargent, Bottas und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Der Startplatz ist tatsächlich eine kleine Enttäuschung. Ich meine, P13, obwohl ich wirklich alles aus dem Auto rausgequetscht habe, ist natürlich, ja, ein Rückschlag. Aber ich werde natürlich wie immer alles geben im Rennen und Punkte sind das Ziel. Wir gehen hier mal rein. Drei Plätze trennen uns von meinem Punkt. Daniel Ricciardo ist aktuell am 10. Platz und Hauptrennen hier in F1 24. Let's go. Wir kommen, naja, vom Start. Wir gestern bei Ocon hatte einen ähnlichen, naja, Start wie ich. Aber der hatte eine Ausrede, denn der ist mit dem weißen Reifen gestartet. Es geht hier Richtung Turn 1. Wir konnten immerhin gleich Yuki und Ocon überholen. Es wird hier ganz, ganz eng erneut. Sagen wir dir, ich hatte eine Berührung mit Max mit. Oh ja, Mann! Daniel Ricciardo. Ja, was soll ich machen? Was ist Yukis Problem hier eigentlich? Der hält hier drauf, als ob es keinen Morgen gibt. Ich gönne mir hier mal seinen Toe, weil ich hier tatsächlich eins versuche. Wir gehen hier mal rein und ja, da versucht es jetzt auch Daniel Ricciardo. Das können wir glücklicherweise irgendwie abwehren. Die Top-Teams, ihr seht, die fahren da vorne davon. Ich sehe jetzt zwar erst nicht als Top-Team, aber die sind, glaube ich, auch in dieser Gruppe da vorne dabei. Auch ein Perez, auch ein Hamilton, alle sind vertreten. Charles Leclerc, Fernando Alonso, alles. Russell da ganz vorne. Das ist tatsächlich heute ein sehr interessantes Rennen. Lando Norris wäre ganz vorne weg. Auch der zweite McLaren. Es ist auf jeden Fall der Aufschwung, der McLaren zu sehen. Wir blicken hier noch einmal auf die Start-Replay des Hauptrennens in unserer China. Ja, in unserem China-Video. Ich komme ja eigentlich. Der Start war nicht so toll wie jener vom Sprint. Also der hat viel, viel mehr gebockt. Obwohl ich den gleichen Reifen drauf hatte, war der Start jetzt nicht so okay. Wir sehen uns das Ganze hier noch einmal an. Ich habe Yuki so ein bisschen von der Ideallinie gedrängt, aber eben auch nur, weil ich hier innen keinen Platz gegen Ricciardo hatte. Und da sehen wir das Ganze noch einmal. Der hält hier voll drauf und fährt uns in den Seitenkasten rein. Also ob das sein muss, weiß ich nicht. Hier dann gegen beide Racing Bulls können wir uns hier aktuell mal abwehren. Wir wissen aber auch, wie schwach das Auto ist. Lewis Hamilton ist jetzt vor uns. Wir konnten uns auch auf der Geraden den Sergio holen. Aber auch der ist mit dem weißen Reifen unterwegs. Wir hätten jetzt wieder zwei Punkte. Aber das Rennen ist noch verdammt lange und ich weiß halt auch wirklich, dass wir hier viele, viele Probleme haben. Gerade auch im ERS-Management-Bereich und auch die Komponenten sind schon ein bisschen abgenützter. Da wird es spannend werden, wie sich das Ganze entwickelt. Lewis Hamilton jetzt hier vor uns. Ich versuche wirklich so lange wie möglich in seinem DRS-Fenster zu bleiben. Ich weiß natürlich, dass ich auf lange Sicht gesehen keine Chance habe gegen ihn. Das weiß ich, das weißt du, das wisst ihr und das weiß auch Hamilton. Aber aktuell schaut es mal so aus, als ob sich die nicht ganz absetzen können. Hinter mir ist auch Perez. Der will natürlich wieder vorbei, der muss sich hier beweisen, weil sonst seine Karriere vorbei ist. Aber das juckt mich jetzt mal persönlich nicht. 8 Zehntel sind es zu Lewis Hamilton. Das ist gut, denn auf der langen Geraden werden wir natürlich wieder ein bisschen ERS bekommen. Aus dieser Schneckenkurve geht es jetzt hier raus. Ich versuche hier schon ein bisschen ERS zu verbrennen und dann darf ich circa ab einem Drittel der Geraden auch das DRS, ERS verbrauchen und jetzt darf ich auch das DRS aufklappen. Da geht es ein bisschen näher dran an den siebenfachen Weltmeister. Aber ihr seht es auch unten rechts, ich habe da direkt auf Mittel und Kein gedreht und ja, zu früh ein bisschen eingelenkt. Ich bin auch oft beschäftigt damit, dieses ganze ERS zu umschalten. Es ist halt wirklich ganz, ganz schwierig, gerade wenn du in so einem Team fährst, wo jede Tausendstel, jedes Prozent von ERS zählt, ist es wirklich umso schwieriger, das Ganze zu managen. Es wird ganz, ganz kompliziert Richtung Turn 1. Gerade im ersten Sektor kann ich viel Zeit zu KI gewinnen, die ich dann größtenteils im Mittel, aber vor allem auch auf der ewig langen Geraden verliere wieder. Also ich muss hier wirklich mich hier anstrengen und da dürfen wir wieder mal ein bisschen ERS verbrennen. 9 Zehntel ist jetzt mittlerweile Perez hinter uns, das wird aber nicht lange anhalten. Da bin ich mir fast sicher, Lewis Hamilton aktuell mal hier tatsächlich in Schlagdistanz. Wir sind hier 6 Zehntel nur hinter ihm nach der DRS-Zone, allerdings sind schon über eine Sekunde und auf der langen Geraden wird es jetzt knapp werden mit Sergio Perez. Der hat einen verdammt guten Run, ja, da geht er jetzt unbedingt vorbei und geht auch hier Richtung Turn 1 als erster Platz vorbei. Ich weiß natürlich, könnte ich hier reingehen und das mache ich auch, Leute. Hier gehen wir auch mit dem rechten Vorderreifen aufs Gras, volles Risiko und wir dürfen uns hier tatsächlich freuen, noch über den 9. Platz. Sind aber jetzt leider 3 Zehntel hinter Lewis Hamilton und seiner Gap.
als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa 5 Minuten. Hier sind wir nun also richtig unter Druck von Sergio Perez und da passiert's. Ich verpasse den Scheitelpunkt, muss hier neben die Strecke ausweichen. Es gibt eine Verwarnung zu Recht. Eine Zehntel ist Sergio Perez nur noch hinter mir. Ich kann hier gerade noch so mit einem Late Move abdecken. Aber lange geht das nicht mehr gut, Alter. Hier richtig am Rutschen. Die siebte Runde ist angebrochen und mein Reifen ist beinahe am Ende. Wir wissen es, Leute. Auch vorhin im Sprint war es in der siebten Runde schon so, dass der Reifen totale Katastrophe war. Auch dahinter tut sich einiges, denn wir haben Perez, wir haben Yuki Tsunoda und auch dahinter einige mehr abgeschlagen. Mein Teamkollege, der fährt wieder ein einsames Rennen, ganz, ganz hinten, schlechter sogar noch als Logan Sargeant. Vielleicht können wir Chano ein bisschen irgendwie mal ein besseres Auto bringen, aber das ist aktuell nicht drinnen. Zwei Punkte wären so wichtig für das Team, aber ich weiß natürlich auch, dass Perez das beste Auto hier im hinteren Feld hat. Er hat auch mit dem weißen Reifen jetzt eine ordentliche Pace. Also die Ausrede, dass die Reifen noch nicht warm sind, ist schon vorbei. Jetzt versuche ich aber allerdings was anderes. Ich lasse ihn hier mal auflaufen, gönne ihn hier mal, mich überholen zu dürfen und nutze das ERS, beziehungsweise jetzt auch dank ihm das DRS, um ihn eventuell ja back-to-back wieder zu überholen. Und das funktioniert tatsächlich ähnlich wie gegen Fernando Alonso vorhin. Können wir auch hier gegen Sergio Perez wieder vorbeigehen, bisschen verbremst, da könnte der Switch beginnen kommen. Nein, der kommt nicht. Wir bleiben hier mal auf dem siebten Platz, aber soll ich es echt riskieren? Nein, wir gehen noch nicht in die Box, wieder in die Strecke gekommen. Das kostet natürlich viel Zeit und Perez kommt ja wieder näher dran. Reicht es, um hier gegen Richtung Turn 1 was zu machen? Ja, ich muss ihn hier die Tür diesmal offen lassen, aber da bin ich auf der Innenseite und das funktioniert. Hier noch auf der Ideallinie kann ich vor ihm bleiben. Aber wie lange noch, Leute? 5,5 Sekunden ist der siebenfache Weltmeister jetzt schon vor uns weg. Aber hinter uns bildet sich immer mehr ein Stau. Vielleicht könnte es funktionieren, hier vor Perez zu bleiben. Aber wir müssen das Ganze natürlich auch gut timen mit dem Boxenstopp, der hier funktionieren muss. Hier haben wir ganz spät gemoved. Und das war wirklich Verstappen-like. Richtung Turn 1, dann zu dritt rein in die sechste Runde. Und da sprühen die Funken. Ich weiß nicht, wo der Rauch daherkommt, aber ja, das sprüht halt wirklich alles. Und da fährt dann auch der Ricardo in den, oder ist das der Yuki gewesen, in den Perez rein. Da können wir uns gerade noch so abdecken mit einem Late Move. Aber es gibt hier glücklicherweise keine Schäden, weder an ihn noch an mir. Da kürzt auch innen die Kurve ab. Ich habe ihm aber eigentlich genug Platz gelassen. Jetzt geht es hier in die neunte Runde. Ich habe schon so viel erlebt. Sergio Perez mittlerweile hinter beide Racing Bulls zurückgefallen. Und einmal probiere ich diesen Trick noch. Gegen einen, guckt euch mal an, ich musste hier abbremsen. Gegen Yuki Tsunoda und die Reifen sind dann wirklich totale Katastrophe. Die sind fast am Ende. Es geht hier Richtung der langen Geraden. Ich muss hier wirklich das Auto richtig draufhalten. Es hat mittlerweile zu regnen begonnen und ich muss mich hier wirklich fragen, ist es noch Zeit für Slicks oder müssen wir länger fahren für Inters? Es ist mir ehrlich gesagt aber auch scheißegal, wir gehen jetzt in die Box rein und wir holen uns jetzt einen Slick-Reifen, den Hard. Ist natürlich der unbrauchbarste, wenn man diese Bedingungen hier anguckt, aber mal schauen, vielleicht wird das was. Leute, verkackt es nicht, wir gehen hier an die Box und wir stehen wieder über 4,5 Sekunden. Das ist tatsächlich so eine riesen Frechheit. Wir sind wieder über 5 Sekunden gestanden. Leute, an was arbeitet ihr denn? An der schlechtesten Boxenbilanz auf Oldtime? Die habt ihr jetzt schon teilweise, echt. Also über 5 Sekunden. Ich komme mir vor wie das Sauberteam zu Beginn. Also die waren ja auch so grottenschlecht, aber das ist wirklich unnormal scheiße, wie dieses Team hier arbeitet. Über 2,7 Sekunden hinter Yuki Tsunoda. Und tatsächlich ist das wirklich jetzt, ist das jetzt auch schon das Ende für meine Hoffnung, einen Punkt zu holen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall sehen. Ich bin jetzt noch Letzter. Ein paar sind aber schon an die Box gegangen. Letzte Kurve hier Full Speed genommen. Es geht schon ein bisschen ins Rutschen hier. Und mal gucken, wo wir rauskommen. Mal gucken. Daniel Ricciardo und Alex Albon sind hinter uns. Yuki ist aber immer noch 2,7 Sekunden vor uns. Sprich, der hat, wenn man sich das Ganze anguckt, natürlich uns hier overcutted, also, oder beziehungsweise war halt einfach im schnelleren Boxenstopp. Wir sind in der 19. Runde, es gibt einen Riesensprung, weil hier einfach nichts mehr passiert ist. Es ist Wheel to Wheel gegen Esteban Ocon, Leute. Wir sind in der letzten
Jetzt wird es ja noch einmal interessant, Leute. Das DRS ist nämlich noch immer nicht enabled, ist noch immer nicht deaktiviert. Sprich, also die Rennleitung sieht es noch immer noch als trockene Bedingungen an. Es geht hier Richtung Haarnadelkurve. Wir sind mittlerweile in der vorletzten Runde. Kann ich mich hier gegen Esteban Ocon durchsetzen? Das geht hier tatsächlich um einen Zähler und den hätten wir aktuell mal. Denn es ist auch Fernando Alonso leider ausgeschieden, was uns aber natürlich wieder die Tür ermöglicht hat, um hier gegen die anderen was auszurichten. Neunte Runde, da hatten wir einmal einen Fight gegen Daniel Ricciardo. Leider hat es die Box einmal mehr verhaut, weil das wäre wirklich heute echt ein tolles Wochenende Rennen gewesen. Also auch mit dem Stop hätte ich, glaube ich, echt Chancen auf wertvolle 2 bis 3 Punkte gehabt. Aber so kann man das natürlich leider, ja, jetzt schwer sagen. Hier haben wir den Move, das war schon einmal gegen Daniel Ricciardo, glaube ich, ist das, ja. Und dann hat Ocon aufgeschlossen und konnte dann Rick überholen. Es geht aus der letzten Kurve raus und oh, Ricciardo hardcore auf der Linie drauf. Und hier sind wir noch einmal. Ich probiere meinen Trick das letzte Mal für dieses heutige Rennen. Hier haben wir die Linie. Wir waren vorne. Oscar Piastri hat sein Rennen gewonnen hier. Ich glaube, das ist auch sein zweiter Grand Prix-Sieg in dieser Season. Aus der Schneckenkurve raus heißt das noch einmal alle Kräfte zusammennehmen. Es ist unfassbar rutschig geworden. Das DRS dürfen wir trotzdem öffnen. Es geht hier Richtung Haarnadelkurve und wir schießen hier ganz, ganz eng. Aber ganz sicher. An Esteban Ocon vorbei. Wenn nichts mehr schief geht oder eine Strafe droht, gehen wir hier tatsächlich erneut mit einem wichtigen Zähler raus. Und das wären 3 Punkte für dieses Wochenende, dass das wirklich grünt. Es war ein krönender Abschluss. Wir gehen hier über die Jacket Flag und holen wieder einen Punkt mit den 2 vom Sprint. Sind das wirklich 3 Punkte an diesem Wochenende. Ich freue mich wirklich extrem, denn mehr wäre nicht drin gewesen. Und ich bin wirklich stolz. Lance ist Fahrer des Tages geworden. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Siegerehrung an. Wir sind zwar nicht drauf, aber ich finde es ein erfolgreicher Tag für Oscar Piastri, der die Ziellinie überquert und sich den Sieg holt. Das war ein harter Arbeitstag für alle, aber der Umgang mit diesen unbeständigen Bedingungen heute war wirklich beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren, das steht fest. Und sie werden heute Abend mit Sicherheit eine ordentliche Party feiern. Ein McLaren, ein Ferrari und ein Red Bull und wir sind hier am Wochenende einfach 3 Punkte gemacht. Mehr Punkte als beide Alpine, als beide Racing Bulls. Es ist wirklich saustark gewesen und das widerspiegelt sich auch hier wieder in der Weltmeisterschaft. Wir sind vor beiden Alpines, hinter Yuki Tsunoda und auch in der Konstrukteurs-WM ziehen wir wieder Punkte gleich mit dem Alpine-Team, das so ein bisschen meine Motivation ist, die zu holen. Es ist tatsächlich eine lange Season noch. Bottas ist mein Rivale und es ist auch teilweise schwer, den zu schlagen. Sprich Qualifying natürlich auch an. Hier ist ein wunderschöner Schnauzer. Ich hoffe natürlich auch, dass er in der nächsten Season noch einen Platz in der Formel 1 finden wird. Ja, ich freue mich, hier konnten wir auch endlich mit Chano gleichziehen. Wir sind 7% und bekommen einen zweiten Sponsor mit dem 10er-Level dazu. Das geht richtig flott hier voran. Aber natürlich, die Pace ist immer noch unterirdisch von meinem Auto. Aber das kann sich natürlich nicht von heute auf morgen ändern. Ich freue mich dennoch, dass der Support von euch so krass da ist. Das war die XXL-Folge hier in unseren F1-24 Audi-Karriere. Ich muss mir auch immer wieder ein Ziel raussuchen, was machbar ist, aber auch natürlich, was ein bisschen Geld bringt, weil das kostet natürlich enorm viel. Wir haben hier 89.000. Ja, es ist wenig, aber es ist halt ein Ziel, was schaffbar ist. 5 Konstrukteurspunkte an einem Wochenende, das ist nicht schaffbar mit unserem Team. Hier Qualifying mindestens P15, das ist, glaube ich, auch machbar. Bei den Rennen mindestens unter den Top 12. Das ist dann wieder nicht machbar. Ein Punkt holen ist eigentlich immer meine Intuition, das werden wir machen.
auch ein cooles Logo von dem Sponsoring her. Und ich würde mal sagen, wir machen auch diesen neuen Sponsor direkt publik, kleben uns den auf unser Auto drauf und werden hier, ja, das sind die zwei Sponsoren, und werden hier tatsächlich auch ein bisschen an diesen Farben sich was ändern, weil der neue Sponsor wird nur schwarz tatsächlich. Also dem werden wir nicht eine starke Farbe geben. Ich bin auch kein Fan davon, 100 verschiedene Farben da drauf zu haben. Ja, bei McLaren und Chrome ist es was anderes, aber so muss ich echt sagen, da gefällt mir das, wenn ich die Farbe nur schwarz wähle, einfach viel besser. Da hinten ist es natürlich eher suboptimal, würde ich fast sagen. Aber glaube ich, da könnte man das auch gut erkennen. Eine dunkelschwarze auf grau. Das geht gerade noch so. Für heute soll es das aber mal gewesen sein, Leute. Ich freue mich extrem, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Geht auch im Upgrade noch was? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Das ganze Geld geht immer wieder drauf, um gescheiterte Upgrades wieder durchzukaufen. Und das macht das Ganze halt natürlich nicht gerade effizient, weil man verliert halt dadurch wirklich viel an Punkten. Und gewinnt halt hier wirklich kaum was an Boden zu der Konkurrenz. Aber das ist noch nicht eine Short Season, das soll wirklich lange anhalten. Und dafür freue ich mich auch. Falls es mein Content hier gefällt, würde ich mich gerne über ein Däumchen rumfreuen. Und auch gerne, dass ihr auf Instagram und auf TikTok vorbeischaut. Links mal alle unten in der Bio. Für heute war es mal. Es steht bereits der nächste Sprint an. Im nächsten Rennen geht es nach Miami. Und da wird es wieder ganz anders werden von Wetter. Wieder eins fehlgeschlagen, na toll. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.